Tja, und wir haben in unserer repräsentativen Umfrage erstellt, zusammen mit dem Umfrageinstitut GMS, zunächst gefragt, begrüßen Sie das vorzeitige Ende der Ampelkoalition? Und darauf haben geantwortet mit Ja 74%, 20% sagten Nein, 6% machten hier keine Angaben. Der Bruch der Berliner Ampel ist Fakt und jetzt fragen sich alle, wann sollte es Neuwahlen geben? Auf diese Frage antworteten 68% möglichst schnell. Im März 2025 sagen 25% und keine Angaben machen 7%. Tja, und wen würden die Bayern denn wählen, wenn die Bundestagswahl schon am kommenden Sonntag wäre? Das Ergebnis wäre derzeit wie folgt. Die CSU kommt momentan auf 43%, die AfD liegt bei 16%, die Grünen bekommen 9% der Stimmen und auch die SPD würde derzeit 9% der Stimmberechtigten wählen. Die Freien Wähler liegen derzeit bei 7%, das BSW erreicht 5%, die FDP liegt bei 3%, die Linke bei 1% und alle sonstigen Parteien zusammen bei 7%. Tja, und diese Zahlen möchte ich jetzt besprechen mit Politikwissenschaftler Professor Heinrich Oberreuter, den ich in Passau ganz herzlich begrüße. Herr Oberreuter, kommen wir erstmal zu diesem heiß diskutierten Wahltermin. Seit Tagen geht es ja nur noch darum, wann gibt es Neuwahlen in Deutschland. Erst hieß es vom Bundeskanzler frühestens die Vertrauensfrage im Januar, Wahlen dann im März. Inzwischen scheint sich da was zu ändern. Warum ist das so schwierig und warum kann sich Scholz momentan nicht festlegen? Na, ist ja hochinteressant, dass die Scholz'sche Terminplanung ja schon, als sie ausgesprochen wurde, in der Öffentlichkeit und in den Medien auf ironische Ablehnung gestoßen ist, weil alle Welt im Grunde begriffen hat, dass es ihm und wohl auch seiner Partei darum geht, Zeit zu gewinnen in der Hoffnung, dass man im Bundestag noch das eine oder andere, was populär ist, zum Beispiel Rentenfragen, durchbringt oder wenn man es nicht durchbringt, sagen kann, die CDU ist dran schuld. Also die Hoffnung geht dahin, dass man monatsweise, wochenweise noch das eine oder andere Prozent zulegen könnte. Und inzwischen also ist diese Strategie ja in sich gescheitert, weil die Ablehnung in der Öffentlichkeit, die eine vertrauenstragende Regierung haben will, deutlich und breit und intensiv und tief ist. Ein Argument gegen schnelle Neuwahlen war ja Papiermangel. Da hat die Papierindustrie in Deutschland sofort gesagt, wir haben genug Papier. Polen hat sich angeboten, uns zu unterstützen. Ein eigenartiges Argument, macht sich Deutschland da inzwischen etwas lächerlich? Es ist im Grunde ein Salto Mortale der Lächerlichkeit und eine Preisgabe unserer Leistungsgesellschaft. Und es geht ja nicht nur ums Papier, sondern es wird ja auch gesagt, man kann es den Wahlämtern nicht zumuten. Und wir kriegen die Wahllisten nicht hin und wir kriegen die Briefwahlunterlagen nicht hin. Also ich würde vielleicht schon mal vorschlagen, sich nicht auszuruhen, in den Schwebetüchern des Freizeitstaats, sondern vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob man zwischen Weihnachten und Neujahr nicht auch mal ein paar Überstunden einschalten kann, wenn es um eine neue Regierung und wenn es ums Gemeinwohl geht und um die Lösung wichtiger, zukunftsrelevanter politischer Probleme. Also diese Diskussion ist also wirklich typisch für manche Degenerationserscheinungen in unserer Gesellschaft. Eine klare Aussage. Kommen wir zur Sonntagsfrage. Da war ein Wert relativ interessant, die FDP, derzeit bei 3%. Die Liberalen haben sich bestimmt von der ganzen Geschichte jetzt in der Koalition in Berlin einen Schub erwartet, der offenbar überhaupt nicht kommt. Woran liegt das? Ja, wir haben bayerische Daten und wir hatten ja jüngst auf Bundesebene im Deutschlandtrend die FDP bei 5, kurz vor dem Bruch der Koalition. Ich glaube, man muss den Leuten auch Zeit lassen, sich zu orientieren und zurechtzufinden in der neuen politischen Landschaft. Die FDP ist diejenige Partei, die in der jetzigen Situation das größte Risiko trägt, in den Bundestag wieder hineinzukommen oder auch herauszufliegen. Die einzige Chance, glaube ich, die sie selber gestalten kann, um erfolgreich zu sein und 5,1% zu erreichen, die einzige Chance hat sie wahrgenommen. Sie hat die Koalition so gereizt,
dass letztendlich der Bundeskanzler ihren Vorsitzenden hinausgeworfen hat. Und sie wird in der Öffentlichkeit mit Sicherheit als die Partei wahrgenommen, die letztendlich durch andere Grundsatzpositionen, durch marktwirtschaftliche Positionen, Leistungsorientierung dazu beigetragen hat, diese lahme Ampel auszulöschen. Und vielleicht hilft ihr das, aber darauf verlassen kann sie sich nicht. Herr Oberreuther, wir sprechen gleich weiter, haben aber zunächst noch andere interessante Antworten der bayerischen Wählerinnen und Wähler hier in unserem Sat.1 Bayern Wählercheck. Die nächste Frage lautete nämlich, wer sollte denn unbedingt und wer keinesfalls Mitglied der nächsten Bundesregierung sein? Und hier antworteten bei der CDU/CSU 64% unbedingt, 26% sagen keinesfalls. Die SPD wollen 37% unbedingt in der neuen Regierung. 49% sagen hier keinesfalls. Bei den Grünen sagen 27% unbedingt und 64% wollen sie keinesfalls in der kommenden Bundesregierung. Die FDP wünschen sich 25% der Befragten unbedingt in einer neuen Regierung. 59% sagen hier keinesfalls. Die AfD wollen 18% unbedingt und 76% keinesfalls in Regierungsverantwortung. Beim BSW sagen 17% unbedingt, 69% sagen hier keinesfalls. Die Linke hätten gern 12% unbedingt in der Regierung, 82% sagen hier keinesfalls. Und die sonstigen Parteien kommen hier auf 15% bzw. 69%. Ja, und wer soll die kommende Bundesregierung leiten? Unsere nächste Frage lautet, sollte die künftige Bundesregierung von der Union oder von einer anderen Partei geführt werden? Von der Union sagen hier 67%, von einer anderen Partei meinen 29%. Keine Angaben machen bei dieser Frage 4%. Und wir gehen noch einmal nach Passau zu Professor Oberreuther. Diese Dreierkonstellation in Berlin war ja am Ende jetzt eigentlich maximal unbeliebt in ganz Deutschland. Macht es eine Zweierkoalition wahrscheinlicher? Da böte sich ja vermutlich allen voran wiederum die sogenannte Große Koalition an mit Union und SPD. Wird das ein wahrscheinliches Szenario? Ja, in der Vielfalt des fragmentierten Parteiensystems mit neuen Gruppierungen, erfolgreich wie AfD und BSW, ist die Große Koalition sozusagen die einzige Mehrheitsgarantie. Aber Herr Merz hat ja schon mal gesagt, gemütlich wird das auch nicht. Und die Frage ist dann natürlich, wie in dieser Konstellation die jetzt gescheiterte SPD der Union sozusagen also Restbestände oder Kernbestände ihrer ideologischen Positionen aufdrängen will, sodass hier auch von einer leichten Regierungsweise und von einer unstrittigen Stabilität keine Rede sein kann. Aber es wäre wenigstens eine sichere Mehrheit. Zumindest momentan schwer vorstellbar. Ein interessantes Ergebnis waren auch hier die Zahlen wiederum um die Liberalen. Da können Sie sich nämlich 25% der Befragten vorstellen oder sagen, dass die FDP unbedingt in einer neuen Regierung sein sollte. Aber nur 3% in Bayern würden sie wählen. Wie passen diese Zahlen zusammen? Ja, schwierig, eigentlich überhaupt nicht. Und im Grunde ist es ein Kotau, eine Verneigung vor der Leistung der FDP in einem schwierigen Umfeld, traditionelle liberale und sozialpolitische und wirtschaftspolitische Orientierungen, die auch der Industrie dienen und die dem Industriezerfall in Deutschland entgegentreten. Das wird honoriert bei diesen 25%. Aber die 25% müssen, wenn es der FDP nützen soll, sich zum Teil auch dafür entscheiden, in der Tat ihren Wahlzettel so auszufüllen, dass es der FDP nützt. Also sie brauchen in Bayern auch sicher mehr als 3% und in der Bundesrepublik insgesamt sowieso. Eine Frage noch zu einer These, die in den letzten Tagen immer höher brodelt und heute sollen sich sogar SPD-Politiker dafür ausgesprochen haben. Olaf Scholz, momentan sagt er, natürlich trete ich an, natürlich werde ich gewählt, sagt Olaf Scholz, wird er ersetzt durch Boris Pistorius. Wie wahrscheinlich ist das, würde an Amerika erinnern, Biden tritt nicht an, sondern Harris. Ist das in Deutschland vorstellbar? Vorstellbar ist in der Politik eigentlich alles, wie wir die letzten 3 Jahre gemerkt haben. Aber vorstellbar, dass die SPD sich selber vernichtet, indem sie jetzt auch noch eine Kanzlerkandidatendiskussion auf sich nimmt,
Das ist eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen. Man muss auch wissen, dass Pistorius mit seiner in der Öffentlichkeit erfolgreichen Position, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik zu stärken, Ukraine zu helfen, innerhalb der SPD auf den linken pazifistischen Flügel um den Fraktionsvorsitzenden Mützenich auf großen Widerstand stößt und diesen Krieg zwischen realpolitischen Rechten, Halbrechten in der SPD und pazifistischen, ziemlich Linken in der SPD. Diesen Krieg wird die Partei sich nicht antun und insofern gehe ich davon aus, dass der Kanzlerkandidat der SPD Scholz heißen wird.